Herzlich willkommen zu unserer Stadt-Land-Fluss-Tour bis ans Meer. I don't believe a word you say. This kind of love is never ever. Wir fahren jetzt ein kurzes Stück am Elbe-Seitenkanal entlang und dann biegen wir ab nach Bad Bevensen. Da gibt's Frühstück. Ja. This is something that is hard to find. Jetzt geht's gleich unterm Elbe-Seitenkanal durch. Das war cool. Oben der Elbe-Seitenkanal, da der Fluss, hier die Straße. Wow. Wir sind jetzt kurz vorm Jastorfer See. Ja, schön ist das hier. Keine Autos. Echt perfekt. Naja, kaum sagt er, es kommt da einer herbei. Sehr geil. Wir haben leichten Gegenwind und jetzt gerade geht es auch noch bergauf. Gestern ging es deutlich leichter. Ja, so Rückenwind macht doch eine Menge aus. Ja. Jetzt fahren wir nochmal über den Elbe-Seitenkanal. Yes! Hier ist er. Wir haben jetzt noch nicht mal 11 Uhr
Und wir sind schon in Uelzen. Eigentlich war es bis 12 geplant. Sehr gut, wir liegen gut in der Zeit, weil um 18 Uhr müssen wir auf dem Campingplatz in Kestorf sein. Und ich glaube, das schaffen wir. So, da wir schon so zeitig in Uelzen sind, fahren wir jetzt hier nicht links weiter, sondern wir fahren hier rechts. Ups, da. Wir haben beide einen Lust und Laune Trollinger Rotwein getrunken und also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich habe so leicht ein Sitzen. Na, guck mal. Ja, eine lustige Weiterfahrt. Bin mal gespannt, was das da hinten ist. Also die Straße heißt Schleuse Esterholz. Das könnte ein dezenter Hinweis auf das eben gezeigte Bauwerk sein. Mal gucken. Ja, jetzt rechts halten. Walter. Rechts halten. So, hier beim Café ist ein Tennisclub und da fragen wir mal, ob wir hier frisches Wasser kriegen. So, jetzt geht's aber zur Schleuse. Jetzt haben wir frisches Wasser aufgefüllt. Danke an den Tennisverein, an die drei netten Jungs. Und jetzt geht's zur Schleuse! Der Schleusenanstieg. Also ich weiß nicht, wie viel Prozent Steigung das jetzt sind. Boah! Aber es ist gewaltig. Vor allem mit so viel Gepäck. Und wenn ich bedenke, dass wir morgen durch den Harz fahren. Gott! Übermorgen! Übermorgen! Ich kann schon nicht mehr denken, da hilft auch der Wein nicht. Da kommt doch schon wieder die Sonne raus. Es staut sich gerade die Hitze hier oben echt gewaltig. Immerhin kein Regen und wir frieren nicht, ganz im Gegenteil. Und es ist einfach nur wunderschön! So ist es! Achso, natürlich Gegenwind, ne? Was immer schön ist, überall am Wegesrand sind kleine Infotafeln. Die hier vorne zum Beispiel, da ist auch wieder eine. So, da hinten irgendwo sind wir gestern gestartet. Hier, die ganze Strecke haben wir schon hinter uns. Da, guck mal, Altenmedingen, da haben wir unser Wildcampen gemacht. Hier haben wir uns vorhin besoffen. Nein, natürlich nicht, wir haben nur ein Gläschen Wein getrunken. Und jetzt müssen wir noch bis ungefähr hier, denke ich mal. Na, da. Also das ist kurz vor Gifhorn. Da müssen wir dann irgendwo ab. Und da ist unser Campingplatz in Kestorf. So, und hier kriegt man als Touri noch den wunderschönen Tipp, dass man doch mal fotografieren soll. Lass mal durchgucken. So, jetzt fahren wir hier über eins der Sperrwerke des Elbe-Seitenkanals. Diese sogenannten Sicherheitstore, die kannst du schließen, damit man den Kanal quasi zumachen kann, falls irgendwo ein Leck ist. Tatsächlich gab es ja mal einen Dammbruch, deswegen kann man das ganz gut nachlesen, Wikipedia. Da ist so ein ganzer Kanalabschnitt leer gelaufen. Ernsthaft? Ja. Wow. Ich liebe meinen Kerl dafür. Toll, was der so alles weiß. Bad Bodenteich. Etappenziel Nummer 2 für heute. Ja, Nummer 2. So, und jetzt muss ich ein kleines Geständnis machen. Und zwar habe ich ja gesagt, wir wollten bis 12 in Uelzen sein.
Ich meinte nicht Uelzen, ich habe mich vertan. Ich meinte eigentlich Bad Bodenteich. Und wir haben uns am Anfang so viel Zeit gelassen. Jetzt sind wir total hinterher. Weil wir haben jetzt 2:30. Und wir müssen bis 18 Uhr am Campingplatz sein. Und wir haben noch 64 Kilometer. Ich weiß nicht, ob wir das so alles schaffen, weil wir müssen ja auch noch Pause machen zwischendurch. Wir haben nicht immer gut asphaltierte Straßen. Häufig habe ich ja auch Gravelstrecken mit eingeplant, Waldwege. Oh Mann. Mal gucken, es bleibt spannend. Ansonsten, Markus, müssen wir beim Campingplatz anrufen, ne? Ja, sagen, ich kann ein bisschen später kommen, soll ich so viel werden. Ja, mal gucken. Aber jetzt hoffen wir erstmal, dass wir es vielleicht auch noch schaffen. Also nicht rollen lassen. Moin! Sondern Gas geben. Wie ihr seht, ist Nadine in meiner ersten kleinen Schiebepassage. Denn wer sein Rad liebt, der schiebt. Boah, das ist ja echt wunderschön hier, ne? Aber, boah, ich zeig mal, hier. Mega sandig. Boah, da kannst du nicht fahren, vor allem nicht mit dem Gepäck. Und wenn ich hier gucke, das ist noch echt... So ein langes Stück noch, das wird alles so ein Weg sein. Boah, ich kann nicht mehr, mir tut alles weh. Yay, Urlaub! Jetzt geht es fast entspannt nach dem losen Sand. Ja, von wegen ist immer wieder loser Sand. Wo kommt der lose Sand zurück? Brauchst du ein bisschen Glück? Markus hat sich lang gemacht. Nur das Sand. Ja, ja, von wegen, du fährst hier die ganze Zeit, ne? Das ist echt sandig. Und? Wolltest du nochmal versuchen? Ja. Da kommt ein Auto. Ich habe versucht, dir auszuweichen. Hast du dir wehgetan, mein Schatz? Wir haben ein Schürfwunden-Set dabei. Ich glaube, da hilft nur ein Rettungshubschrauber. Natürlich. So, fester Boden, da kann er gleich viel besser fahren. Sieht man das da hinten? Alter Schwede, was ist das denn für ein Anstieg? Alter, Mann! Anstrengend, ne? Oh, heftig! Ja. Wir lassen das mit der Alpenüberquerung. Das hat keinen Sinn. Boah!
So, ich würde sagen, wo Bank, da Pause. Ich kann nur sagen, ich bin sehr, sehr platt und sehr, sehr müde. Und meine Oberschenkel tun richtig doll weh. Und es ist noch nicht mal der Harz. Nein. Ja, Mensch. Und wir haben gerade mal die Hälfte geschafft, ne? Hälfte geschafft. Vom heutigen Tag. Ja. Oh, heute sind es insgesamt 105 Kilometer mit etlichen Höhenmetern. Morgen werden es 115. Das wird auch nochmal lustig. Also wir müssen wirklich ganz, ganz früh loskommen, damit das ein einigermaßen erträglicher Tag wird. Dann sind wir in Goslar. Und dann wird es nochmal richtig lustig, weil dann haben wir 62 oder 63 Kilometer nur, aber dafür 1000 Höhenmeter. Ja, ihr werdet lachen, aber für uns aus Hamburg ist das echt viel. Ja, freundliche LKW-Fahrer gibt's ja auch. When we wake, hear the birds and see the sun. Und dann plötzlich die Beine auch nicht mehr weh. Side by side, our fears are done. Also kaum. All the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. Wir sind jetzt noch 40 Kilometer von unserem Campingplatz entfernt und wir haben 4 Uhr. Wir müssten jetzt mit einem Schnitt von 20 fahren, was, glaube ich, im Moment utopisch ist. Was aber total süß war, wir haben eben beim Campingplatz angerufen und der Herr Wassmann war total nett und verständnisvoll und sagte, ach klar, das kriegen wir schon hin. Jetzt haben wir doch einiges an Zeitdruck weniger. Das ist der Otterpfad. Da hinten war auch eben das Otterzentrum. Total süß. Wir waren einkaufen in Warenholz. Das ist die letzte größere Ortschaft, wo wir durchkommen, wo wir noch einkaufen konnten. Und es sind aber noch 15 Kilometer, das heißt eine Stunde noch bis zum Campingplatz. Wir werden um 7:30 da sein. Fix und alle. Lässt es sich da besser fahren? Ja. Ja, sagt er. Was mache ich dann noch hier? Dann fahre ich doch auch rüber. So geht's natürlich auch. Gravel Deluxe. Extra für die Fahrradfahrer einen kleinen Fahrradweg angelegt. Lässt sich sehr gut fahren. Also Respekt, vielen Dank dafür. Countdown! Noch 9 Kilometer. 7. 6. 5. 4. Boah, ich hatte da vollen Hänger. Stecker gezogen, einfach leer. Gut, dass ich Markus mit dabei habe. Jeder sollte einen Markus dabei haben. Top-Motivator. 3, 2, 1. Letzter Kilometer, wir sind gleich da. Wir sind da. Gott sei Dank. Oh, scheint aber ein bisschen größer hier zu sein, ne? Jawohl. Stößchen. Ja, der Campingplatz. Platz Wassmann am Erikasee bei Keesdorf. Sehr unkompliziert. Wir haben
eine Kabeltrommel ans Zelt gelegt gekriegt, dass wir unsere Akkus aufladen können. Duschen ist, ich glaube, 1 Euro, ne, für 5 Minuten. Bezahlen ist morgen früh. Genau, das reicht vollkommen aus. Ich rede ganz langsam. Vielleicht merkt ihr schon, es liegt nicht nur daran, dass ich aus Paderborn komme, sondern dass ich echt fertig bin. Also heute der Tag hat mich richtig geschafft. Es ist ja nicht so, dass wir das erste Mal über 100 Kilometer fahren. Aber diese Strecke, dieses Schottrige, der tiefe Sand, wo wir dann schieben mussten, wo Markus noch umgefallen ist. Also rauf und runter. Also das ging wirklich total in die Beine. Ich bin fertig. Was das Wetter angeht, morgen wird es spannend. Wenn wir es schaffen, bis 7 Uhr das Zelt abzubauen, dann könnten wir es noch trocken verpackt kriegen. Und ab 7 bis 15 Uhr haben wir 90% Regenwahrscheinlichkeit. Also ich denke mal, wir werden auf jeden Fall nass werden. Ich habe keinen Bock auf eine Regenfahrt. Und der morgige Tag hat 115 Kilometer. Das weiß ich nicht, ob das schaffbar ist. Deshalb werde ich versuchen, die Strecke vielleicht mal noch so ein bisschen zu verkürzen. Ich hole das Beste raus. So, ich habe es jetzt wirklich geschafft, den Weg zusammenzukürzen. Und zwar auf 104 Kilometer mit 490 Höhenmetern. Das klingt nicht viel, aber die ganzen Höhenmeter konzentrieren sich fast alle auf die letzten 25 Kilometer. Also da geht es nochmal richtig schön hoch. Ja, es wird schön. Es geht durch Braunschweig. Wolfenbüttel. Oh Schatz, wir schaffen das, ne? Wir schaffen es. Bis morgen sind die Beine wieder fit. Sichi. Das passt. Ihr Lieben. Genug gequatscht. Ciao. Ciao. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright.